Hallo Leute! Willkommen zum Test bei South Park! Direkte Kuläre Zerreißprobe! Im letzten Mal haben wir diesen Swinger Club betreten und sind dann auf der Flucht gewesen vor Chantal de Grande Popo, die uns dann allerdings ordentlich fertig gemacht hat. Und ja, in diesem Part wollen wir mal wieder versuchen, vor ihr zu entkommen. Ich muss den ganzen Kampf nochmal neu machen, okay? Die beiden sind hinter mir her, helft mir! Aber das kriegen wir hin. Ihr habt hier nichts zu suchen. Ja, verpisst euch. Zur Seite, Ladies! Captain Diabetes und sein Sidekick müssen diese Stripperin verhören. Wenn ihr zu ihr wollt, müsst ihr erstmal an uns vorbei. Traut euch doch. Tanzen! Hey Leute, euer DJ ist wieder da mit einer Spezialshow für euch. Die zwei Abschnitte, die wir in den Drink gefurzt haben, werden von unseren Ladies gleich so richtig durchgenudelt. Aus dem Weg, Ladies, wir wollen nur Classic. Der DJ. Okay. Ist der Tier kaputt? Bums! Diese Bullen sind scheiße zäh! Und diese Dame bringt euch die Flötentöne per Fellatio bei. Fuchsia! Oh boy! Sorry, Ladies, hier kommt man anders wieder. Weg hier! Oh nein, 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 nein. Hier bleiben wir. Hier fühle ich mich wohl. Applaus für Paris. Oh la la, mehr muss ich gar nicht sagen. Wir müssen Richtung Ausgang. Ja, ich bin ja schon dabei. Sie kommt direkt von der Copacabana zu uns. Ihr wisst schon, wen ich meine. Applaus für unsere lüsterne Lola. Na, die lüsterne Lola. Bro, Mama, weg von meinem Sidekick. Zeig ihn, wo der Hammer hängt. Mag ich. Und bitteschön. Geil. Ist es hier gerade heiß und scharf geworden? Oh, das ist der Grund, Esmeralda. Es ist so dumm. Nicht nachlassen! Oh, leck mich, dieser Nahkampfscheiß ist nichts für Classy. Lass Classy nicht mitkommen. Soll das heute noch was mit dem Bullen klatschen? Da hängt noch was von mir dran. Kein Grund, garstig zu werden. Verdammt, Ladies, was ist denn haltet sie auf, so schwer zu verstehen? Bitte, dass du ihr nicht die Nägel ruiniert hast. Hab ich nicht. Mein Sidekick regelt das mit links. Und tschüss! Als Vertretung aus der Frühschicht, Blaze! Einen kräftigen Applaus bitte und hey, können wir das Licht etwas runterdrehen? Tanzen! Wir erreichen, bevor die Stripper-Horde uns überrennt. Hepatitis stinkt gegen Diabetes voll ab. Wenn du das sagst? Ja! Ja! So, die wäre auch da. Sie zerquetscht deine Wassermelone zwischen den Schenkeln, Anastasia! Nicht nachlassen! Kommt und holt mich, Jungs! Ja, mach das Kleingemüse fertig! Mach die fertig! Und bitteschön! Ach hey Leute, seid vorsichtig, weil diese Lady sich euch glatt in den Arsch steckt. Rhonda! Hallo Rhonda! Wir müssen Richtung Ausgang! Das ist so dumm. Man sollte sich nicht mit den falschen Bitches anlegen. Ja. So, Girl! Die hauen mich dann zurück! Sieh zu und lern! Kann ich nicht auch... Warte mal. Machen wir's doch so! Jetzt geht's los, Lady! Geil! Ultimative Kraft! Sie ist die unbestrittene Titanin des Twerkens! Sag Hallo zu Trixie! Oh yeah! Wir dürfen sie nicht entkommen lassen! Showtime! Werden wir nicht! So! Wir gehen die Fresse! Ich hab was für euch! Ihr Double KO! Es ist so dumm einfach nur! Oh, jetzt seid ihr kleinen Penner richtig am Arsch. Schnapp sie dir, Chantal. Ja, jetzt sind wir richtig am Arsch. Hier kommt die Meisterin der Mösenfürze, die Herrin des Sadomaso, die definitive Domina, Chantal Le Grande Popo. Hey, Schätzchen, für diesen Hintern bist du nicht bereit. Ich werde dich mit meinen Arschbacken zerquetschen. Ich setz mich auf dich, bis dir die Augen aufspringen, Schätzchen. Oh. Oh Gott, die
Dieser Arsch zerquetscht uns wie Ameisen. Hier kommt der sichere Tod durch Chantal Le Grande Popo. Mama! Schau jetzt gut zu, ich mach kurz einen Prozess. Das wird wehtun. Und dann den noch. Ja, wenn mir eine meiner Titten platzt, wirst du dafür büßen. Ich bin raus. Ihr schafft das, Mädels. Lass dich von Grande Popo umarmen. Nein! Popo! Wenn ihr jetzt flieht, steigt eure Lebenserwartung immens. Nimm das! Yeah! Wir können Freunde werden, wenn du aus dem Krankenhaus kommst. Wie wär's mit einem Kuss, Baby? Nein, kein Kuss! Ha! Ich bin dran! Alter, du Arschloch! Ich hab gehört, ja, die Möpse brauchen eine Abtreibung. Schnapp sie dir, Chantal! Hey! Kleine Warnung, dieser Arsch ist tödlich. Hilfe! Hey, den Scheiß lassen wir uns von 10-Jährigen nicht gefallen. Für Classy! Chantal, die Grande Popo! Soll eine andere Bitch den Zug machen? Sie kommt immer wieder! Ich komme! Oh ja, Baby! Wenn ihr jetzt fliegt, steigt eure Lebenserwartung immens. Auf die Bretter! Und weiter geht's! Ah, ja. Scheiße, der Drecksack hat mir meinen Koksnagel abgebrochen! Verschwinde, Classy! Wir halten sie auf! Haltet sie kurz hin, Bitches! Ah, Chantal, die ganze Popo! Ich setz mich auf dich, bis dir die Augen rausspringen, Schätze! Nein! Hilfe! Hier kommt der sichere Tod durch Chantal, der Grande Popo. Alter, hör's auf! Nein! Sorry, Schätzchen! Hört auf, mich zurückzuschlagen! Willst du tanzen, Baby? Da kommt doch, sag mal, du! Sag mal! Glaubt ihr, geht's gut? Hoffentlich hat Kuh das nicht gehört. Ihr kriegt mich nicht leben! Wir dürfen sie nicht entkommen lassen! Oh! Alter! Ich hab schon mal Chantal, die ganze Popo erwischt nicht wieder. Hey, lass mich rein, Arschgesicht! Die Bullen sind da! Was? Schnell, geh rein! Schwert ab! Glaubt ja nicht, dass ich das Ding nicht benutze! Ah! Los, in das Restaurant! Schnell! Wir müssen das Schild hochheben! Oh boy, herrlich, absolut herrlich. Fick das, Halbkick, es ist Zeit für den Zuckerzorn. Bei der Macht der Diabetes. Sogar mit meinem Zuckerzorn schaffe ich das nicht. Oh Gott. Das war zu viel. Ich brauche mein Insulin. Ich brauche mein... Oh nein. Oh Gott, mein Insulin ist alle. Du musst mir helfen. Ich habe Apfelsaft getrunken und kein Insulin mehr. Ich sterbe gleich an einem Zuckerschock. Ich sterbe. Oh Gott. Mama. Mama, ich sterbe. Jemand muss mir helfen. Bitte. Okay. Ja? Hier ist der Kuhn. Wie läuft es bei euch? Alles cool bei euch? Gut. Weiter so. Der Kuhn. Okay. Weißt du, was meine Fürze wirklich übel macht? Frisch zubereitetes Tex-Mex. Aber nicht einfach irgendwelches Tex-Mex. Es muss schon was Besonderes sein. Ich putze ihn einfach weiter an. Du weißt, was du zu tun hast, Wunderarsch. Ich glaube, ja.
Halte L2 und R2 gedrückt. Bewege L und R nach links. Ich lebe? Was ist gerade passiert? Wer bist du? Warte mal, was ist passiert? Ich dachte, ich wäre an Übertucker gestorben. Da war ein helles Licht. Gott reichte mir seine Hand. Dann hat mich jemand ins Gesicht gefurzt und ich war wieder da. Ich hab's immer noch voll in der Nase. Wow, du kannst mit deinen 14 Sachen durch die Zeit schicken. Hammergeil. Okay, kümmern wir uns um Claffy. Gut, Freunde, wir haben sie gefunden, aber sie ist ins italienische Restaurant geflüchtet. Brauchen Verstärkung. Wird gemacht. Alle coolen Freunde, los geht's. Alter. Okay. Okay. Wir können mit unserem Putz das Raum... Und ich habe gesagt, weißt du, was dein Problem ist? Du bist Alkoholiker. Nicht dein Ernst. Doch, ich habe gesagt, du schaffst keinen Tag ohne Whisky, du alte Schnapsdrossel. Sagen die, die sich hier gerade mit Wein zuklatschen. Ich muss aber sagen... Ich verstehe nicht, wie diese Leute sich jeden Tag abschießen können. Und das auch noch... Tut mir leid, aber wenn du dir einen Katzenarsch ins Gesicht drückst, bist du offensichtlich mit deiner Ehe unzufrieden. Ja, meiner Meinung nach haben eine Menge Drogenabhängige einfach nur Probleme in ihren Beziehungen. Wahrscheinlich dröhnen die sich zu, weil sie sich von ihrem Partner eingeengt fühlen. Das muss schrecklich sein. Diese Unterhaltungen. Hi. Kann ich doch? Nö. Doch, kann ich lang? Ah, oh, okay, doch nicht. Da sind sie. Wo ist das Mädchen? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Keine Ahnung. Habt ihr sie nicht gesehen? Nee, wir mussten noch Uhren vergleichen. Nein, wir haben die Speisekarte durchgeschaut, weil Cartman noch was essen wollte. Das Verbrechen lässt sich nicht mit leerem Magen bekämpfen. Das merkst du auch noch. Ja, klar. Sie kann nicht abgehauen sein. Sonst hätten wir sie bestimmt gesehen. Dann ist sie vielleicht in der Küche. Okay, seht mal nach. Ruft, wenn ihr Hilfe braucht. Ich esse erst mal ein paar Grissini. Oh boy. Humankind und der Kuhn sind jetzt in unserem Team. Sehr schön. Ich glaube, wir haben auch Kinderspeisekarten zum Ausmalen. Sehr gut. Wenn ich jetzt die Musik hier so höre, das alles hier, ich krieg echt Hunger. Ich krieg echt Lust auf Pizza oder Spaghetti oder irgend so einen Scheiß. Hey, unsere Kunden können nicht ewig warten auf die Pasta con Pomodori. Die Typen sehen gefährlich aus, eigentlich. Hey, sofort raus hier! Was willst du? Ich glaub, du willst halt aufs Maul. Das haben wir gleich. Ich sehe die Köche. Du Waage, meine Restaurante zu behandeln wie billige Trattoria. Okay, zurücktreten. Die echten Superhelden sind jetzt da. Ich verlasse mich auf dich. Ja. Aufgepasst, Neuer. Das wird richtig sexy. Dann schauen wir doch mal, was der Kuh kann. Ah, super. Ich glaube, dich kriege ich komplett in den Suppentopf rein, du kleines Stück Scheiße. Haltet eure Drecksgriffel von unserem Wein fern. Du kannst deinen Zeitfurz glitschen, nutzen, um die Runde des Gegners zu überspringen. Halte L2 und R2 gedrückt, um die Zeitfurzsteuerung anzeigen zu lassen. Okay. Oh Gott, Arschlord hat dich gekriegt. Vielleicht seid ihr ein Hygieneverstoß. Das ergibt keinen Sinn. Ich röste dich richtig durch. So, bam. Einmal so und dann hier so durchtackeln. Oh yeah! Bums! Schon bitte so, als hätte das richtig wehgetan. Gleich bist du nur noch eine weitere Fleck auf meine Schürze. Chin-Chin! Alla vita! Ach. Wie die heilen sich! Hier geht's gleich heiß her! Oh, bitteschön! Hey, das lasse ich mir nur vom Küchenchef gefallen! Und? Da kriegst du den! Physischer Schaden, das Beste! Ich dipp meine Eier in deine Soße! Oh, yeah. Nein, nicht mein Ragout! Der Kuhn ist dran. Ja, das ist ein guter Bluter. Bringst du Bluten? Das ist geil. Eine Extraladung Puppel und Fixe in die Fresse.
Ha, kennst du aus dem ersten Teil? Fluten war eine der besten Zustandsveränderungen. Im Kühlschrank ist sicher noch Platz, um Leichen für ein paar Wochen zu verstauen. Willst du noch ein Creme Fraiche-Bukake dazu? Nein, verdammt nochmal, geht's noch? Scheiße, ich blute alles voll. Ich messe dich mit Mais und hol mir dann deine Fettleber. Stillhalten! Das nennt man Weichklopfen. Ich stürme ungern bei der Pizza-Party. Ich mach Filet aus dir. Das glaube ich weniger. Ich schicke dich im Pizzakarton heim zu Mama. Der heilt die ganze Zeit. Soll ich mich zuerst um den kümmern? Gleich riecht's hier verbrannt. Das glaube ich auch. Piu, piu. Die packen wir easy. Zeig ihnen, was du drauf hast. So, jetzt kümmere ich mich erst um den da hinten. Rums. Der regt mich nämlich auf. Wenn ich noch kriege, was ab. Ihr müsst alle spülen. Ah, ja, das ist natürlich ein sehr guter Finisher. Der geht auf alle. Dreckige Feigling, du nicht kämpfe wie eine Mann! Ja, macht aber sehr wenig Schaden. Wer hat die Tracht Prügel bestellt? Macht dafür was sehr wenig Schaden. Ah, sag Bescheid, wenn du genug hast. Noch ein Feind fällt durch die Macht von Kuhn and Friends. So, der Kuhn wäre down. Das Balk ist durch. Kannst jemand garnieren? Auf dir, ich mache eine richtig saftige Braciole. Nein, machst du nicht. Oh, mia Mama, ich mich fühle wie eine Lamm in die Schlachthof. Okay, dann würde ich mal sagen, erst mal ein Schild. Hier, Kumpel! Oh, danke! So. Zeig uns, was du drauf hast! Ich würde mal sagen, wir verpassen mit noch ein bisschen Elektroschaden. Dafür spülst du einen Haufen Töpfe und Pfannen! So, das tut nämlich gerade ganz gut, glaube ich. Das sollte dein Kollagen zerlegen! Yeah, der blutet... Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Ich bin dran! So komme ich aber nicht weiter. Da muss ich erstmal hier stehen bleiben. Auf dir, ich mache Hackfleisch für Cannelloni! Reiß dich zusammen! So. Fühlt den Zorn von Humankind! Einmal und dann hier für dich. Ich mach das! Geil! Siehst nicht so fit aus, Neuer! So, ja, ich hab auch nicht mehr viel Energie. Bringen wir es zu Ende, Wunderarsch. Ja, erstmal heilen hier. Wieder dabei. Ah, das ist aber nicht wie im ersten Teil, dass ich das einfach so machen darf, sondern das kostet mich meine ganze... Man nennt mich auch den Pfannenschänder. Das ist schade. Diabetes-Time. Spüre die Macht des Diabetes. Und finish. Ja. Bastardo, mein Körper ist so heilig wie Altar von San Giuseppe. Du wirst gleich quietschen wie abgestochene Sau. Das glaube ich weniger. Streng dich mal an, Alter. Kein Power! So, da, Wiederbelebung. Und nun flieg, flieg! Oh, kannst du ja gar nicht. Zeit wird's. Yeah, der Kuhn ist wieder unter uns. Und die ultimative Kraft ist bereit. Aber ich glaube nicht, dass ich die von ihm einsetzt, weil die macht mir einfach zu wenig Schaden. Deswegen sollte er jetzt eher mal den hier einfach angreifen. Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. So, und er kümmert sich... Halt, ich kann ja einfach... Ich schau mal, was der... Was unser Captain Diabetes für so Special ist. Mache das nochmal, dann ich dich mache platt wie eine Pianina. Tot? Jetzt schon? Ich hasse euch alle. So.
Okay, ja, ich würde einfach mal sagen, wir schauen uns einfach mal, was der kann. Ist mal klar. So, ich bin der Meinung, dass der erstmal keinen Angriff machen sollte. Dein Zug gehört jetzt Kuhn und Friends. Bereit machen für fieses Blinzeln. Sehr gut. Das Problem ist, ich kann gerade eigentlich gar nicht irgendjemanden den Gegner angreifen, weil einfach scheiße ist zu. Hey, danke! Jetzt setzt was! Ich kann gerade eigentlich gar nichts machen. Ja gut, aber ist ja kein Problem, hey, weil Scott Malkinson ist jetzt dran, da macht der den halt kaputt. Ja! Ja! Okay, bis später. Gut. Wir kümmern uns mal um echten Superheldenkram. Mit der Macht der Diabetes. Sehr schön. Da, die Kohlehydratkreuzritter waren Kuhn und Friends nicht gewachsen. Clatty muss da lang gegangen sein, aber der Weg ist blockiert. Ich könnte das easy aus dem Weg räumen, aber ich darf keinen Apfelsaft trinken, wenn ich kein Insulin dabei habe. Vielleicht können wir meinen Zuckerzorn irgendwie triggern. Ja? Ich könnte ihn easy mit meinen Kräften umwerfen, aber ohne mein Insulin darf ich keinen Apfelsaft trinken. Ja, ich kann dich ja wieder wachpupsen. Wir müssen den Kühlschrank irgendwie ohne Apfelsaft umschmeißen. Hat nichts gebracht. Ich bin so ein sanftmütiger Superheld, dass es fast unmöglich ist, mich zu blinder Wut zu treiben. Es sei denn... Moment, ich hab's! Deine Fürze! Deine grauenhaften Fürze bringen mich zu Weißglut! Der Kuhn wollte mich nicht verunsichern, als er gesagt hat, dass ich Diabetes habe, weil meine Mom bei meiner Geburt gefurzt hat. Er wollte mir nur helfen, meine wahren Kräfte zu entfesseln. Wir müssen da durch und zu Classy Sidekick. Im Namen der Gerechtigkeit und Kuhn and Friends musst du mir jetzt ins Gesicht furzen. Okay. Ich hoffe, du bist bereit. Nicht so schüchtern. Meine Weg mit einem grünen Sockel zu finden, hat dann nicht so analysieren, okay? Wie soll ich mich hinstellen? Dahin. Okay. Kannst du ihn raushauen? Ja, hier. Aus dem Weg! Wir haben es geschafft! Der Weg ist frei! Ich verliere wirklich selten die Beherrschung. Aber wenn wir jemals wieder so in der Klemme stecken, kannst du mir immer gerne ins Gesicht furzen. Okay. Alles klar, aber niemals! Das ist wichtig, egal wie oft wir ihm ins Gesicht furzen. Wir dürfen ihm niemals auf die Eier furzen. Bimbam, was ist das? Die ganzen Katzen. Oh, Mann. Das müssen wir den anderen berichten. Kuhn! Ja, Captain Diabetes? Wir haben vermisste Katzen gefunden, einen ganzen Haufen. Alter, habt ihr Scrambles? Negativ. Keine davon ist alt und fett. Und was ist mit der Lady? Wir sind hier auf den Fersen. Wir müssen rausfinden, was sie weiß. Los! Wir sind so nah dran, ich kann es riechen. Komm schon, Sidekick. Okay. Herrlich. Ja, wir haben auf jeden Fall die Katzen wieder gefunden. Und ich würde mal sagen, meine Freunde, beim nächsten Mal werden wir schauen, dass wir hier vielleicht die gute Dame noch finden. Und die ganzen Katzen. Kann ich die Katzen freilassen? Entschuldigung. Kann ich die freilassen? Nein, kann ich nicht. Aber trotzdem werden wir schauen, dass wir diese Katzen trotzdem irgendwie freilassen werden. Also gut, Leute, das war dann Let's Play South Park. Die spektakuläre Zerreißprobe für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.